geht es um Ihr Geld. Oh, Entschuldigung, nicht so laut. Heute geht es um Ihr Geld. Damit möchte ich mich beschäftigen. Und ich möchte mich damit beschäftigen, wie Sie mehr von Ihrem Geld übrig behalten, damit Sie das mit Ihrem Geld tun können, was Sie immer schon mit Ihrem Geld tun wollten. Mit Ihren Enkeln Eis essen gehen, nochmal nett in Urlaub zu fahren, vielleicht auch zu fahren mit der Bahn, statt zu viel Geld für eine Versicherung auszugeben. Das ist eigentlich unser Job bei Finanztipp. Diese Präsentation, die können Sie ja alle runterladen, deswegen werde ich mich da nicht lange mit beschäftigen. Ich will Ihnen nur sagen, wie geht das, dass Sie mehr Geld haben, mehr Geld übrig haben? Das geht einfach, wenn Sie gute Informationen darüber bekommen, was an einem Produkt taugt, wo ein Produkt taugt, wo Sie das herbekommen und wie Sie das machen. Und das ist der Kern dessen, was wir bei Finanztipp machen, diese Informationen zusammenzustellen. Und damit wir das so machen können, ohne dass uns irgendeiner von diesen Anbietern an die Karre fährt oder versucht, wie hieß es gerade, Köpfe zu kaufen, hat Herr Faltin gesagt, machen wir das als Stiftung. Das heißt, wir gehören einer Stiftung, die diese Arbeit macht. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Das heißt, Sie alle helfen uns, unsere Arbeit zu finanzieren und nicht irgendein Unternehmen könnte uns kaufen, weil wir als Stiftung fungieren. Und das Dritte, was wir machen, ist, wir gehen damit um, dass wir das im Netz gut machen. Denn die Information, dafür taugt das Netz sehr gut. Also wir sind, wenn Sie so wollen, die erfolgreichen Trittbrettfahrer von Google. Wir versuchen dafür zu sorgen, dass Sie unsere Informationen, wenn Sie diesen Suchschlitz bedienen, perfekt finden. Und das gelingt ganz gut. Und ich mache mal ein Beispiel, wie das funktioniert, wenn Sie den Suchschlitz benutzen. Das ist jetzt gar nicht etwas Spezifisches für Finanztipp. Sie suchen, Sie wollen neuen Telekom-Anbieter haben für Ihr Internet zu Hause, für Ihr Handy und möglicherweise auch für den Fernseher. Wenn Sie das als Fachmensch betrachten, dann kommen Sie auf den Begriff Kombitarife. Wenn Sie über Kombitarife irgendwas schreiben, dann finden Sie diese Information, aber nur 6.000 Leute im Monat suchen nach dem Begriff Kombitarife. Wenn Sie möchten, dass die Millionen Leute, die sich das gerade überlegt, ob sie zur Telekom geht oder zu 1&1 oder zu Vodafone oder sonst wie, wenn Sie die erreichen wollen, dann müssen Sie in der Information, die Sie verbreiten, den Begriff zum Beispiel Vodafone benutzen oder Sie müssen den Begriff Magenta benutzen. Magenta, das Suchvolumen nach Magenta ist 1 Million im Monat in Deutschland. Das Suchvolumen nach Kombitarifen ist 6.000. Also wenn Sie Leute über Kombitarife informieren wollen, schreiben Sie eigentlich über Magenta und über Vodafone und dann informieren Sie die über Kombitarife. Das ist wie Google funktioniert. So, da gehen wir jetzt weiter drüber weg. Wir reden über Auto heute. Nicht, dass Sie das in den falschen Hals bekommen. Ich bin kein großer Anhänger vom Auto. Ich bin heute auch mit diesem wunderbaren Fahrrad hier hingekommen. Das geht auch. Zur FU kann man gut mit dem Fahrrad kommen. Man war mit dem öffentlichen Nahverkehr heute nicht so gut. Der S-Bahn-Ring war unterbrochen. Da hätte man Bus fahren müssen. Da kann man das Fahrrad nicht mitnehmen. Also, aber die erste Frage ist, brauche ich überhaupt ein Auto? Die erste Frage vor einer Autoversicherung ist, brauche ich das Auto? Und die Frage wird unterschiedlich beantwortet. Ich habe hier meine Kollegen mal zusammenstellen lassen, wie eigentlich die Diskussion um die Frage, nutze ich öffentlichen Nahverkehr, nutze ich das Auto, nutze ich es mehr oder weniger in den letzten 2 Jahren, also in der Corona-Zeit, beantwortet ist. Und was Sie da sehen, ist diese gelbe Kurve da unten. Diese gelbe Kurve da unten, das ist das 9-Euro-Ticket. Bis dahin haben Leute in der Corona-Krise den öffentlichen Nahverkehr weniger genutzt. Ich kann Ihnen sagen, warum. Sie sitzen in diesem öffentlichen Nahverkehr und es gibt eine Reihe von vor allen Dingen jungen Männern, die der Meinung sind, dass die neueste Challenge ist, wie man Senioren mit Corona infiziert. Die brauchen nämlich keine Maske zu tragen. Nicht alle machen das so, aber etliche machen das so und dann sind die Leute eben nicht im öffentlichen Nahverkehr gefahren. Das ist inzwischen, wenn die Corona-Angst weniger wird, machen die Leute das trotzdem wieder und sie knubbeln sich sogar im öffentlichen Nahverkehr, wie Sie bei den 9-Euro-Tickets ja sehen konnten. Und wenn die diesen öffentlichen Nahverkehr wieder nutzen, brauchen sie kein Auto. Dann können sie sich die ganze Autoversicherung sparen. 500 Euro, 400 Euro, 800 Euro. Wenn sie sich das nicht sparen können, und immer mehr Menschen in Deutschland sind der Meinung, sie können sich das nicht sparen. Wir reden seit 20 Jahren über Ökologie. Wenn Sie diesen Chart ganz links lesen könnten, würden Sie sehen, dass da jetzt 48,5 Millionen Privat-Pkw stehen, die versichert werden müssten. Im Jahre 2000 waren es 37,7 Millionen Privat-Pkw, die versichert werden mussten. Das heißt also,
Was auch immer wir reden, an der Stelle sind wir mit unserem Handeln noch auf einer anderen Ebene unterwegs. Wir haben nämlich diese 48,5 Millionen Pkw gekauft. Wenn Sie so ein Ding kaufen, sagt der Gesetzgeber, ein Auto ist ein gefährliches Ding, deswegen müssen Sie das versichern. Sie müssen also eine Haftpflichtversicherung abschließen für dieses Auto, damit, wenn Sie irgendjemand schädigen, indem Sie sozusagen vor dessen Auto fahren, den womöglich verletzen, dass der nicht auch noch den finanziellen Schaden hat, sondern dass Sie für den finanziellen Schaden dieser Schädigung umkommen. Das ist das, was Haftpflichtversicherung tut. Dann ist es aber so, dass viele Leute in Deutschland sozusagen ihr Auto sehr lieben oder ihr Auto vielleicht auch brauchen. Deswegen gibt es noch zwei weitere Versicherungen rund ums Auto, die Sie abschließen können. Eine sogenannte Teilkaskoversicherung. Das ist eine Versicherung, die zahlt die Schäden an Ihrem Auto, für die Sie eigentlich nichts können, die aber passiert sind. Also zum Beispiel, Sie haben das Auto draußen stehen, Hagelschaden, das Auto ist kaputt. Zum Beispiel, Sie fahren über die Landstraße, die Wildsau läuft fürs Auto, blöderweise ist dann das Auto kaputt. Dafür zahlt eine Teilkasko. Und dann gibt es Leute, die lieben ihre Autos ganz besonders, die wollen auch jeden Schaden bezahlt haben, den sie selbst verursacht haben. Also wenn sie selber von Poller gefahren sind. Und das kann man auch machen und das kann man kaufen. Man könnte sich das auch im Prinzip sparen, wenn man das sparen wollte. Viele Leute wollen sich das aber nicht sparen. So, die Frage ist, wie sehr liebe ich mein Auto? Also, was kann ich finanziell verkraften vielleicht auch? Ich habe das jetzt gerade ein bisschen defätistisch gesagt, man liebt sein Auto zu sehr. Wenn Sie 40 Kilometer in Brandenburg zur Arbeit fahren müssen, dann haben Sie möglicherweise gar keine andere Chance, als ein solches Auto zu haben. Und Sie würden es auch deswegen versichern, damit in dem Fall, dass Sie einen Unfall haben, Sie auch ein neues Auto oder ein neu gebrauchtes Auto kaufen könnten, um weiter zur Arbeit zu kommen. Woran orientiert sich jetzt der Preis für diese Versicherung? Naja, der orientiert sich zum einen am Auto. Ich habe da oben Typ und Alter des Fahrzeugs stehen. Ein Mini Cooper ist preiswert zu versichern, ein Audi Q7 nicht ganz so preiswert. Das wird Ihnen einleuchten, weil der Audi Q7 ist ein bisschen teurer. Das gilt aber sowohl für die Haftpflicht, also es wird davon ausgegangen, dass Sie mit einem Audi Q7 auch deutlich teurere Schäden für andere Leute verursachen, als auch für die Vollkasko, da ist das natürlich klar, als auch für die Teilkasko. Also teure Autos machen mehr Schäden, heißt das, und wenn Sie ein teures Auto haben wollen, dann müssen Sie das teurer versichern, das ist einfach so. Sie können auch versuchen herauszufinden, wie viel teurer das ist, aber das ist das Erste. Das Zweite bei der Versicherung sind Sie selber. Was sind Sie eigentlich für ein Autofahrer? Und es wird Sie nicht erstaunen, wenn Sie anfangen als Autofahrer, dann ist das teuer. In dem unteren Chart, dieser große blaue Balken zeigt, wenn Sie bei Ihrer Mama oder Ihrem Papa mit Auto fahren wollen und der versichert oder die versichert das Auto, dann verdoppelt das die Kosten für Mama oder Papa, nur dass Sie als 18- oder 19-Jähriger da mitfahren. Was Sie links sehen, hätten Sie vielleicht nicht geglaubt. Sie sind 55, also ich bin jetzt fast 60. Seit 4 Jahren ist es so, jedes Jahr wird meine Autoversicherung tendenziell teurer. Weil wenn ich 20 Jahre lang unfallfrei gewesen bin und bin 55, am Ende dieser 20 Jahre, dann bezahle ich beispielsweise 500 Euro für meine Autoversicherung. Wenn ich mit dem gleichen Auto 20 Jahre unfallfrei bin und bin 75, bezahle ich 750 Euro für die gleiche Versicherung. Das heißt, Senioren müssen mehr für die Autoversicherung zahlen. Und Senioren fängt für die Autoversicherung ab 55 an. Ab da wird es teurer. Wenn Sie das jetzt sagen, das kann doch überhaupt nicht wahr sein, dann gibt es, ich würde auch sagen, das kann in vielen Fällen nicht wahr sein, aber bisher hat die Bundesregierung und auch die Aufsicht ist der Meinung gewesen, dass die Versicherer zeigen können, dass Leute, die älter als 55 sind, mehr Unfälle bauen und dass man das deswegen auch so machen kann und dass das keine Altersdiskriminierung ist an der Stelle. So. Was darf die denn jetzt kosten? Also ich habe ja eben gesagt, die einfachste Variante fürs Auto versichern ist, kein Auto zu haben. Wenn ich aber eins habe, kann ich denn beim Autokauf das mit einbeziehen? Ja, ich kann die Versicherungsfrage mit einbeziehen. Ich kann mich fragen, ob der Mittelklassewagen weniger Versicherung kostet als der. Da gibt es auch Daten dazu. Das heißt dann Autopilot, da können Sie das nachschauen, welche Versicherungsklasse Ihr Auto hat. Dann kommt es darauf an, was Sie als Fahrer sind. Können Sie das beeinflussen? Die Fahrpraxis können Sie beeinflussen. Sie können langsamer fahren, dann haben Sie weniger Schäden.
Ihre bisherigen Unfälle können Sie nicht mehr beeinflussen, aber Sie können künftig keine machen. Sie können gucken, dass Sie nicht so viele Knöllchen wegen zu schnellem Fahren einfahren. Sie können verhindern, dass Ihre Tochter oder Ihr Sohn mit dem Auto fährt. Übrigens, das ist nicht nur die Tochter oder der Sohn, die so deutlich teurer sind, sondern auch Menschen. Ihr fahrt alle kein Auto? Ist das ein Kommentar oder ist das alle, weil ihr kein Auto fahrt? Ich glaube, die Workshops fangen bald an. Also ihr könnt alle noch drin bleiben. Super. Die Workshops beginnen erst, nachdem der Audi Max fertig ist. Ich kann gut mit Kommentaren leben, die reingerufen werden, weil sonst irritiert mich das, wenn Leute den Saal verlassen. So, die Zahl der Kilometer, die ich fahre und auch die Bereitschaft, das Auto im Schadensfall reparieren zu lassen. Und das Letzte ist, es kommt darauf an, wo Sie wohnen. In Berlin zu wohnen ist echt teuer, wenn Sie ein Auto haben. Das kostet bei der Versicherung wahnsinnig viel. Und in Berlin umzuziehen kostet auch viel. Was Sie da auf der rechten Seite sehen, ist eine Innenstadtkarte von Berlin, dann der Bezirke Wilmersdorf und Schöneberg. Ich bin dort umgezogen, 800 Meter von Wilmersdorf nach Schöneberg. Die Folge war 9% teurer für die Autoversicherung, weil Autoversicherer nicht nur nach Landkreisen oder Städten ihre Versicherungen bewerten, sondern auch innerhalb von Städten nach Postleitzahlen. Wenn Sie also umziehen, kann es Ihnen passieren, dass Sie nur durch den Umzug in der Stadt, vielleicht sogar auf die andere Straßenseite, mehr für Ihre Autoversicherung bezahlen. Was dahinter steht, können Sie da unten sehen. Die Autoversicherer versuchen nämlich alles Mögliche zu messen. Der niedrigste Index, es geht dann um einen Index, also wenn Sie durchschnittlich viele Schäden hätten, dann würde das der Index 100 sein. Im Elbe-Elster-Kreis in Brandenburg ist in der Kfz-Haftpflicht der Index 70, also wenig Schäden. In Berlin ist der Index am höchsten in Deutschland 139. Das ist in der Haftpflicht. Wenn Sie jetzt zur Vollkasko gehen, dann ist das ganz interessant. Da ist der höchste Index in Garmisch-Partenkirchen 152. Das ist relativ einfach. Bei der Vollkasko bezahlen Sie ja den Schaden am eigenen Auto. Und wo fahren die teuersten Autos in Deutschland rum? Genau, Garmisch-Partenkirchen. Deswegen ist die Autoversicherung in Garmisch-Partenkirchen deutlich teurer als zum Beispiel im Wesermarsch, in Brake. Das ist in der Nähe von Bremerhaven. Da haben die Leute kein Geld, also keine teuren Autos. Also kostet die Vollkasko auch nicht viel Geld. So, jetzt kommen wir zu dem, wo Sie eigentlich gedacht haben, da unterscheidet sich die Kfz-Versicherung doch im Preis bei den Anbietern. In der Tat, das tut sie auch. Es gibt ungefähr 50, 60 Anbieter mit 150 und mehr Tarifen, die Sie haben, zur Auswahl haben, wenn Sie Ihr Auto versichern wollen. Aber die Entscheidungen, die Sie vorher getroffen haben, die sind viel wichtiger für den Preis Ihrer Autoversicherung. Das sagt Ihnen der Versicherer aber nicht. Und hier sagt Ihnen der Versicherer auch noch nicht, wo Sie den besonders günstigen Versicherer finden. Da haben Sie im Augenblick nur solche Portale zur Auswahl wie Verivox oder Check24. Und wenn Sie da hingehen, die machen tatsächlich bei der Autoversicherung einen vergleichsweise guten Job, können Sie da einen preiswerten Versicherungsschutz immer, wenn Sie das Gleiche an Versicherungsschutz haben wollen, finden für Ihr Auto. Das Einzige, was die Ihnen nicht sagen, in den beiden Portalen ist die Hook24 und die Hook nicht drin. Das heißt, erstens der größte Versicherer in Deutschland und zweitens einer der großen preiswerten Versicherer, weil die bei den Portalen nicht mitmachen wollen, okay, genau, weil die bei den Portalen nicht mitmachen wollen und deswegen finden sie das nicht. Das heißt, es wird ihnen im Kern bei Check24 und Verivox erstmal verschwiegen oder sie müssen es sehr, sehr weit unten auf der Seite irgendwo suchen. Denn eigentlich funktioniert der Markt ganz gut. Also ich rede die ganze Zeit von Autoversicherungen und Sie haben den Eindruck, da weiß ich ganz viel nicht. In der Autoversicherung ist es immerhin so, dass im Normalfall zwischen 85% und 90% des Geldes, was Sie für die Autoversicherung ausgeben, von der Autoversicherung für Schäden ausgegeben wird, die gemacht worden sind von Ihnen oder von anderen. In der Hausratversicherung, von der war eben schon die Rede, ist es so, wenn Sie 1 Euro für die Hausratversicherung ausgeben, geben die Versicherer 36 Cent für Schäden aus, den Rest behalten Sie selber für den Apparat. Das ist die teuerste Versicherung. Das spricht nicht prinzipiell gegen die Hausratversicherung, sagt aber, dass die Leute nicht verstanden haben, wie Hausratversicherung preiswert zu machen ist und dass sie eigentlich regelmäßig auch dort wechseln müssen, um einen günstigeren Tarif zu finden. So, was können Sie selber tun? Ich habe noch 5 Minuten. Erstens, wenn Sie haben ein Auto, Sie haben das Auto nicht abschaffen können, Sie wollen auch das Auto versichern und egal, was Sie dann jetzt versichern, Sie sollten das Ding jährlich bezahlen. Die Hälfte der Leute in Deutschland bezahlt die Autoversicherung in Raten. Wenn Sie das in Raten bezahlen, in monatlichen Raten beispielsweise, kostet das 9 bis 10% mehr im Schnitt. Und Sie könnten jetzt im Dezember in den Dispo gehen und könnten 20% Dispozinsen bezahlen. Und das wäre billiger, als diese Ratenzahlung beim Autoversicherer mitzumachen.
Machen Sie das nicht. Bezahlen Sie es in einmal, wenn Sie das Auto schon brauchen. Und im Zweifel fragen, den jungen Leuten sage ich immer, fragen Sie Oma. Oder fragt Oma. Das Zweite ist, klären Sie das mit dem Fahrerkreis. Wenn Sie nur mit Ihrer Partnerin und Partner fahren, dann wird das günstig. Wenn das Kind studieren geht in einer FU Berlin, dann muss das Kind nicht mehr in diesem Autoversicherungsvertrag mit drin sein. Das spart eine Menge Geld. Lassen Sie auch Ihren Kegelclub oder Fußballverein nicht mitfahren, weil das kostet einen Haufen Geld. Drittens, machen Sie Selbstbeteiligung. Also sagen Sie Ihrem Versicherer, okay, die ersten 150 oder 350 Euro oder 300 Euro bezahlen Sie selber. Das macht die Versicherung deutlich günstiger. Erlauben Sie dem Autoversicherer zu sagen, in welche Werkstatt Sie gehen. Die können besser mit den Werkstätten verhandeln, spart 10%. Und wenn Sie weniger fahren, sagen Sie das dem Versicherer. Und vor allem sagen Sie das nicht nur dem Versicherer, sondern sagen Sie auch, dass Sie dieses Jahr weniger gefahren haben. Sie können sich nämlich vor Weihnachten noch eine Rechnung holen, dass Sie für dieses Jahr weniger Kilometer gefahren haben und 100 von der Versicherung zurückholen. Wer es noch nicht gemacht hat, geht bei praktisch jedem Versicherer. So, wenn Sie das alles nicht tun, bezahlen Sie 2.205 Euro im Jahr für Ihre Autoversicherung. Wenn Sie das alles richtig tun, das ist ein 49-jähriger Musterfahrer mit einem Opel Corsa, den er 2019 gekauft hat, der 15.000 Kilometer fährt, die Werkstattbindung nicht haben will, alle Rechnungen immer komplett bezahlt haben will, seinen Fußballclub mitfahren lässt und die 18-jährige Tochter. Und der bezahlt 2.205 Euro im Jahr für seine Autoversicherung. Wenn er das alles nicht täte, also wenn er jährlich zahlt, wenn er mit Selbstbeteiligung unterwegs ist, wenn er die Werkstattbindung nutzt, wenn er Fahrleistung nur 10.000 Kilometer fährt und nur noch mit seiner Frau das Auto fährt oder seinem Mann, dann bräuchte er nur 624 Euro zu bezahlen. Und wenn er oder sie dann hingeht und diese Versicherer vergleicht nach dem Preis, dann kann er diesen Preis auf 349,70 Euro drücken. Also Einsparung insgesamt 84%. Warum sage ich Ihnen, dass diese 84%, die können Sie für das nutzen, ob das jetzt Ihre Unternehmensgründung ist oder das Eisenessen mit den Enkeln, diese 84%, die brauchen Sie für was anderes, nicht für diesen Versicherer. So, und jetzt kommt der Marketingrucksack. Das wäre, wenn Sie das jetzt so weit begriffen haben, dass Sie die 84% einsparen können, dann wären Sie an der Stelle, wo Sie eigentlich einen guten Versicherer abschließen können. Und dann gucken Sie in die Bedingungen rein. Und dann stellen Sie fest, na, der eine Versicherer sagt, also bei Vollkasko, bei Teilkasko, ich schütze bei Unfällen mit Haarwild, aber nicht bei Unfällen mit Kühen und Pferden. Ist das wichtig? Ist das ein wichtiger Unterschied? Nee, ist kein wichtiger Unterschied. Irritiert Sie aber. Der eine Versicherer sagt, die Entschädigungssumme beim Marder ist 3.000 Euro und der andere sagt 4.000 Euro. Ist das wichtig? Nein, ist nur wichtig, wenn Sie ein E-Auto fahren, da kommen Sie aber auch mit 4.000 Euro nicht hin. Da könnte der Marder bis einen größeren Schaden machen. Marder sind übrigens nicht verliebt in Kabel, dass sie das deswegen beißen, sondern die sitzen gern unter der Motorhaube, weil es schön warm ist. Und dann, wenn der nächste Marder da hinkommt, dann riecht er, dass schon einer da war. Und dann werden die Tiere ein bisschen unleidlich und vergreifen sich an den Kabeln und machen diese Schäden. Dritter, Neupreisentschädigung. Wer von Ihnen hat ein neues Auto gekauft? Jemals? Es gibt doch ein paar. Also wegen betriebswirtschaftlich, ich habe mal an der TU eine Vorlesung gehört, wo der Professor gesagt hat, Sie fallen durch, wenn Sie Neuwagen kaufen. Also Neuwagen nicht kaufen, aber wenn Sie einen gekauft haben, Neuwagenentschädigung für 24 Monate bedeutet tatsächlich, Sie bekommen ja immer nur den Zeitwert des Autos erstattet. Sie bekommen tatsächlich 24 Monate lang den Neuwert. Das kann für Sie möglicherweise interessant sein, aber muss nicht interessant sein. Macht es nur komplizierter. Und dann kommen die Sachen, die Sie in der siebten Klasse schon erkannt haben sollen. Jetzt 15% billiger. Billiger von was? Also war das vorher 1.000 Euro, 15% billiger macht 850 Euro, der andere kostete 700, der muss nicht 15% billiger werden. Ohne Datenschutz preiswerter, heißt Telematik, wenn Sie das machen wollen, können Sie Telematik fahren, bringt möglicherweise Geld, aber müssen Sie ja nicht machen. Sie sollten immer gucken, wer es preiswert und wenn dann Telematik noch was bringt, dann ist das ja ganz schön. Jetzt mit einem Bonus. Bonus können Sie auch immer nur auf eine Summe, die Sie vorher da haben, berechnen. Also lassen Sie sich da nicht verwirren. Sie können diese Tabellen von Check und Verifox tatsächlich nehmen. Gucken Sie noch einmal bei der Hook nach und Sie können diese 80% im Zweifel sparen von dem höchsten Preis. Und das sollten Sie tun. Und wenn Sie das tun wollen, gehen Sie jetzt im November hin und finden Sie, ich bin jetzt fertig. Also da links steht, günstiges Angebot auswählen, Kündigung in Textform reicht, wenn Sie einen alten Vertrag haben, müssen Sie eine E-Mail schicken
Und dann suchen Sie sich einen neuen Vertrag. Und wenn Sie das jetzt machen, haben Sie genug Zeit. Und mit den, wie gesagt, mit den 1600 Euro, die Sie jetzt gerade gespart haben, tun Sie was Gescheites. Tun Sie mir den Gefallen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.